An alle, die da draußen Menschen für Serien und Filme besetzen, bitte besetzt diese tolle Schauspielerin öfter. Ich freue mich so, wenn ich sie sehe. Heute zum dritten Mal hier, Birte Hanus-Richter. Wie geht's dir und wo bist du? Oh, Nico, jetzt geht's mir natürlich super. Wie schön. Also besser kann man ja gar nicht anmoderiert werden. Was für eine liebevolle Anmoderation. Toll. Vielen Dank. Ich bin in Berlin jetzt wieder und war jetzt die letzten 10 Wochen in Köln und habe dort gedreht und bin jetzt gerade zum ersten Mal wieder zu Hause auf meiner Kuschelcouch und bin ganz, ganz froh und glücklich. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, denn ich kann dich jetzt wieder regelmäßig sehen, online und im TV. Du bist neu in der dritten Staffel bei den blutigen Anfängern dabei. Wen spielst du denn? Genau, ich spiele Coco, das ist die Abkürzung für Kommissarin Konrad, also eigentlich heiße ich Madeleine Konrad und bin die neue Kommissarin im Team und helfe dabei, die Jungspunde und Spündinnen auszubilden. Genau, offiziell heißt es, in der dritten Staffel muss Malouf, gespielt von Neil Malik Abdullah, eine neue Stelle im Ausbilderteam besetzen. Er entscheidet sich, in Klammern von mir gesagt, völlig zu Recht, für Madeleine Konrad, genannt Coco, die zuvor als Oberkommissarin in Magdeburg gearbeitet hat. Hast du denn im Laufe der dritten Staffel auch mal geschossen? Also ich habe nichts, keine Kugel abgeschossen, aber ich habe öfter die Waffe gezogen. Also es ist sehr actionreich tatsächlich. Das freut mich. Hast du denn zum ersten Mal als Schauspielerin eine Waffe in der Hand gehabt? Oder ist das jetzt schon Daily Business mittlerweile? Jetzt muss ich mal kurz nachdenken, Nico. Warte mal. Doch, ich habe bei Jenny habe ich auch, also ich habe ja diese Serie, ne, Jenny echt gerecht gemacht. Und da habe ich auch ein Schießtraining gehabt, weil da eine Folge beim SEK gespielt hat. Und dann ermittelt Jenny da beim SEK und da habe ich Schießtraining gekriegt. Und Steffen Groth hat mit mir, also der hat den SEKler gespielt und hat mit mir beim Schießtraining gestanden. Und da habe ich auch geschossen, richtig. Sehr gut. Ja, Jenny, echt gerecht. Legendär. Und das war das erste Mal, dass du in der Web-Talkshow damals warst, um darüber zu sprechen. Dann warst du das nächste Mal da mit dem wunderbaren August Wittgenstein. Da ging es um so vieles, aber auch vor allem um Bier. So, darüber sprechen wir nämlich jetzt. Schaumgeboren, der Podcast, einer meiner Lieblingspodcasts, obwohl ich keinen Alkohol trinke, ist ja leider im Dornröschenschlaf, ne? Ja, das ist richtig. Also das ist ja unser absolutes Baby, dieses Projekt. Wir lieben das ja beide, August und ich, und trinken auch nach wie vor sehr, sehr gerne Bier. Und also wir haben das quasi pausiert, das Projekt, weil wir beide so viel gedreht haben. Jetzt, ich wollte gerade sagen nach Corona, aber wir haben ja eben schon gesagt, bevor wir hier die Aufzeichnung angefangen haben, nach Corona wird man es überhaupt je wieder sagen. Aber nach dem ersten Corona-Schock, sagen wir mal, in 2020, da haben wir den Podcast ja begonnen, hat es dann wieder sehr viel mehr angezogen mit den Dreharbeiten. Und wir haben beide zum Glück, also ich klopfe auf Holz, so viele Jobs gekriegt, dass wir gemerkt haben, das schaffen wir gerade nicht. Und so ein Podcast macht ja auch nur Sinn, wenn man entspannt ist und Spaß hat und so. Und deswegen haben wir eine kleine Pause eingeläutet, die auch immer noch besteht. Darum kann ich dir gerade nicht sagen, wann es weitergeht. Aber ich wünsche mir natürlich sehr, dass es weitergeht. Ich auch. Oktober 2019 bis April 2021 konnten wir euch zuhören. Wunderbare Anekdoten, auch immer mal wieder Gäste zu Gast. Ne? Also Rick Ocon war da und dann einige von Kudamm. Also da auf jeden Fall, wer es nicht kennt, unbedingt mal reinhören. Und Birte, ich habe letztens etwas geschenkt bekommen. Und deswegen, auch wenn es nicht alkoholisch ist, du bist die einzige Expertin, die ich kenne auf diesem Gebiet. Deswegen, ich zeige es dir mal. Dieses welche. Invert Bottle Before Opening, was immer das bedeutet. Lemon Brew, alkoholfrei, Australian Family Owned. So, was sagt deine Expertise dazu? Was kannst du mir dazu sagen? Ist es gut oder eher nicht so? Also das hört sich für mich an wie so eine Art Limonade, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass also Family Owned heißt natürlich, dass das ein Familienbetrieb ist, die wahrscheinlich diese Limonade herstellen. Und ich schätze mal, dass sie ungefiltert ist. Das gibt es ja bei Bier auch. Und deswegen soll man sie wahrscheinlich auf den Kopf stellen, bevor man sie öffnet, die Bottle, damit die Limo, die sich unten ab, also die Zitronenstückchen, die sich unten abgesetzt haben, dann auch natürlich schön da drin
rumschwimmen. So ein bisschen wie bei Orangina oder sowas. Ah, guck mal. Also alkoholfreier Getränk auf Zitronenbasis. Carlsberg Brauerei, daher kommt das Ganze. Aber da sie jetzt von dir approved ist, ich habe sie geschenkt bekommen, kann ich sie demnächst mal probieren. Ich sag dir dann, wie es geschmeckt hat. Ja, ich bitte darum. Ich habe auf deiner Homepage was ganz Wunderbares entdeckt. Birtes Liste. Ach so, ja, die Liste, stimmt. Und da möchte ich doch über einige Punkte bitte mit dir sprechen. Du kannst 6 Cheeseburger auf einmal essen. Das machst du natürlich nicht mehr, weil du mittlerweile Vegetarierin bist. Ich übrigens auch. Aber du hast wirklich mal 6 Cheeseburger am Stück weggeballert? Ja, auf jeden Fall. Also früher, ich sag mal so, als ich klein war, klein bin ich immer noch, als ich jünger war, so mit 16 oder so, habe ich mir einen alten Vespa-Roller gekauft. Da habe ich lange drauf gespart. Und dann sind wir immer, also meine Freundinnen hatten auch so alte Vespa-Roller. Und dann sind wir wie so eine Mod-Gang mit unseren Rollern rumgefahren. Und sehr gerne haben wir da bei uns in unserer kleinen Stadt bei McDonald's angehalten und einen Stopp gemacht und haben einen Cheeseburger gegessen. Und wenn man jung ist und noch wachsen muss, wie gesagt, es hat nicht so geklappt mit dem Wachsen, aber noch wachsen will, dann hat man ja auch großen Hunger. Und da habe ich locker mal 6 Cheeseburger verdrückt. Also dann war auch Ende tatsächlich. Aber doch, Essen ist eine meiner großen Leidenschaften. Jetzt inzwischen etwas mehr auf Qualität als auf Quantität. Aber damals kein Problem. Aber es gibt auf Birtes Liste auch einen Hinweis, dass Essen auch bei dir Panik auslösen kann. Denn du hast nicht nur Angst vor Schalentieren, sondern auch vor Krümeln. Ja, Krümel machen mich wahnsinnig. Also gegen Schalentiere bin ich auch allergisch, deswegen habe ich da natürlich ein bisschen Angst davor, weil wenn ich die esse, dann, also ich falle das nicht direkt tot um, aber ich habe dann sehr, ich möchte fast sagen, das sieht dann aus, als hätte ich mir die Lippen aufspritzen lassen. Also es sieht dann so ein bisschen, wird dann alles ganz groß und dick und ist sehr unangenehm und juckt und wird heiß und so. Also Schalentiere kommen mir nicht in die Tüte und auf den Teller. Und Krümel machen mich halt wahnsinnig. Also wenn ich mich entspannen will und ich, am schlimmsten ist es im Bett, also wenn Leute im Bett irgendwie Chips essen oder sowas und dann will ich mich ins Bett legen und dann sind da Krümel. Das ist, kennst du das, wenn Leute so mit den Fingernägeln an der Tafel kratzen oder sowas und das kann man so gar nicht haben? So ist es für mich, wenn ich mich irgendwo hinsetze und habe dann so auf der Haut diese kleinen piekenden Krümel. Das macht mich irre. Wie groß bist du jetzt so generell? Ich glaube so 1,63. Und in Birtes Liste steht, du kannst je nach Tagesform und Körpergröße dich um ca. 5 cm verändern. Bist du ein Avenger? Erstens ja, ganz klar, klares Ja. Das kommt daher, weil ich mal, also ich war mal im Casting vor vielen Jahren für, was war denn das nochmal? Irgendeine Serie, bei der man viel auf Booten herumstehen musste. Und da muss man 1,65 groß sein. Ich glaube, es hat irgendwelche versicherungstechnischen Gründe, weil man dann sonst über Bord gehen könnte oder was auch immer. Und da ich aber nur 1,63 bin, habe ich ein bisschen geschummelt und dann haben die mich beim Casting halt nochmal gefragt. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja auch total tagesformabhängig. Also wenn man gut geschlafen hat und lange liegt und der Körper geht so ein bisschen in die Entspannung und weitet sich, dann ist man natürlich auch größer, als wenn man den ganzen Tag rumsteht und viel springt und so, weil dann staucht sich die Wirbelsäule so ein. Und dann dachte ich, dann schreibe ich das am besten direkt mit in meine Vita, dann wissen alle Bescheid. Völlig zu Recht. Die komplette Liste gibt's auf birte-hanusrichter.de und da gibt es auch Sachen wie sie teilt niemals essen, niemals, hat einen Bohrmaschinenführerschein, wird wütend von Bohrspielen und wirklich vieles sehr Unterhaltsames mehr. Du hast in den letzten Jahren so viele schöne Sachen gedreht. Ich möchte heute über einen ganz besonderen Film mit dir sprechen. Und zwar, du lebst nur einmal, Kathi Forde. Oh, das hast du gesehen? Ja. Ach, wie schön. Und, wie hat es dir gefallen? Sehr gut. Und an deiner Seite saß ich ja fester, die Großartige. Möchtest du uns kurz erzählen, bevor wir über eine Szene ganz speziell sprechen, worum es da ging, wen du gespielt hast? Ich habe gespielt Marla, die ist eine Wettermoderatorin im Fernsehen und hat ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter. Und was sie nicht weiß, ist, dass ihre Mutter schwer krank ist. Und die beiden gehen dann auf einen, ich sag mal, eher unfreiwilligen Roadtrip zusammen an die Ostsee und verbringen da quasi die letzten Tage, den letzten Urlaub der Mutter miteinander. Und natürlich erfährt Maler dann auch relativ schnell, dass ihre Mutter krank ist. Und die beiden kriegen ihre Mutter-Tochter-Beziehung zum Glück noch rechtzeitig
repariert und auf die Kette, hätte ich fast gesagt. Etwas flapsig, aber ja, darum geht's in dem Film. Und es gibt logischerweise zum Ende hin eine sehr dramatische, emotionale Szene, bei der ich gedacht habe, das müssten doch eigentlich zwei Szenen sein. Weil da wird in einer Szene so viel besprochen, also groß emotional, bricht alles auseinander. Und sie flüstert dir dann zu, und das fand ich sowieso so abgefahren. Nachdem da so ein ganz großes Gespräch war, flüstert sie, du bist das größte Glück meines Lebens. Und da habe ich gedacht, warum flüstert sie das? Also es ist wahrscheinlich zu lange her, um dich zu fragen, ob das so im Drehbuch stand, aber ich nehme an, es war aus der Emotion heraus. Und dann, das ist der Moment, dann deine Figur weint dann auch und sagt dann den Satz, den jedes Kind kennt, dass eine gute Beziehung zu seinen Eltern hatte und jedes Kind auch für immer fühlt. Das ist der Satz, ich will, dass du für immer lebst. Oh. Birte. Oh. Das war sehr, sehr traurig. Und dann guckt deine Mutter dich dann an und sagt, verzeihst du mir? Und dann sagst du, natürlich verzeih ich dir. Da habe ich gedacht, Birte hat das nah weggelassen. Aber es ist halt, wenn die Emotionen so hochkochen, ne? Und dann sagt sie das Schlimmste, was Eltern sagen können. Sie sagt, ich will, dass ihr nur Witze erzählt bei meiner Beerdigung. Das ist natürlich witzig, aber ich meine natürlich, es ist für Kinder ja prinzipiell erstmal unmöglich, sich vorzustellen, dass jemand, den man liebt, stirbt. Ich glaube, nach so einer Szene, bevor wir über den zweiten Teil der Szene sprechen, ist es, glaube ich, auch für dich ganz, es dauert einen Moment, bis du wieder Birte wirst, oder? Wie soll ich sagen, wenn man so eine Szene spielen muss, dann oder darf, dann ist das ist, glaube ich, so ein allgemeingültiges Gefühl, so eine allgemeingültige Sorge. Ich glaube, das kennt jeder. Also egal auch, wie das Verhältnis zu den Eltern ist, das ist einfach ein krasses Lebensthema, das wir, glaube ich, alle, mit dem wir alle irgendwie in Berührung kommen. Das heißt, natürlich schöpft da auch die Schauspielerin Birte aus der echten Birte, ist ja klar, ne? Und deswegen brauche ich nach so einer Szene nicht eine Zeit, bis ich wieder Birte werde, aber ich brauche auf jeden Fall eine Zeit, bis ich das wieder loslassen kann, dieses Thema. Und natürlich beschäftige mich dann natürlich mit der Rolle und dann beschäftige ich mich natürlich auch mit dem Thema. Wie wäre das für mich? Wie fühlt sich das an? Und ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Also das hängt einem dann noch so ein, zwei Wochen hinterher und dann irgendwann kommt aber die große Freude, wenn man merkt, ach, ich muss mich jetzt vielleicht noch nicht damit beschäftigen. Super. Ich habe auch ganz oft meine Mutter angerufen bei dem Film. Geht's dir gut? Alles gut, ne? Super, hast du heute Yoga gemacht? Gute Wahl und so. Also das erleichtert es dann, ja. Und normalerweise hätte die Szene dann enden müssen. Das hat sie aber nicht. Die Szene ging einfach weiter, denn plötzlich zog deine Mutter ein Stück Papier aus der Hose und hat gesagt, hier, ich sollte ja eine Liste machen mit Dingen, die ich noch nicht erledigt habe. Und überreicht dir so die Liste und ich denke so, wie abgefahren ist das denn? Weil normalerweise, ohne Scheiß, in jeder deutschen Produktion gibt es dann Landschaftsbilder und der nächste Morgen Frühstück, irgendwas. Und bei euch gleich emotional auf dem Höhepunkt ging es direkt weiter. Und du öffnest diese Liste, sie ist leer. Und dann guckt dich deine Mutter an und sagt, ich hatte ein gutes Leben. Ich habe vielleicht ein bisschen viel Fehler gemacht. Aber ich habe dich wiedergefunden. Jetzt kann ich gehen. Oh Gott, war das schön. Also allein für diese beiden Szenen lohnt sich das auf jeden Fall. Der Film heißt Du lebst nur einmal. Es war das Herzkino, Birte Hanusrichter, Saskia Fester. Gott, war das schön. Wann war denn das überhaupt? Schon eine Weile her, ne? Das ist noch gar nicht so lange her. Das war im Spätsommer, Herbst 2020 haben wir das gedreht. Und zwar an der Ostsee. Und es war ganz schön, weil normalerweise werden diese Filme ja in den USA gedreht und ich hatte mich schon auf die Reise gefreut und dann kam Corona und wir konnten natürlich nicht in die USA reisen. Und dann wurde gesagt, ja, das dreht ihr jetzt an der Ostsee und es war super schön an der Ostsee. Also ich habe mich da total wohl gefühlt. Es war natürlich eh toll, weil da waren die Inzidenzen ganz niedrig da oben und wir waren so in unserer eigenen Blase mit dem Team alle getestet jeden Tag und es war richtig, richtig schön, weil es fast ein bisschen Normalität so mit sich gebracht hat. Und dadurch, dass wir an der Ostsee gedreht haben, also in Deutschland gedreht haben, ist das weggefallen, was bei diesen Produktionen manchmal so ein bisschen sich weird anfühlt, nämlich, dass die Leute englische Namen haben. Also es gibt es ja so ganz oft, ne? Dann alle reden Deutsch die ganze Zeit und dann sagst du halt dazwischendurch, hey Frederick,
wie war dein Frühstück heute? Und du denkst, das ist einfach weird, diese Sprachen zu mischen. Und dadurch, dass wir aber eh in Deutschland waren, kam dann diese Mischung nicht zustande, sondern wir hatten einfach alle deutsche Namen und haben Deutsch miteinander gesprochen. Und dann, das war irgendwie eine große Erleichterung, weil das, bei dem anderen muss man immer so kurz wegspielen, dass man so eine innere Dissonanz hat zwischen den Sprachen. Das Problem hast du natürlich bei den blutigen Anfängern nicht. Da bist du aber auch umgeben von so tollen SchauspielerInnen, Jane Shriver. Ich liebe sie, ist großartig. François Goeske auch ganz, ganz, ganz toll. Timmy Trinks, Werner Dehn, Esther Schweins. Esther Schweins? Ja. Und der schon benannte Neil Malik Abdullah. Was war denn da eigentlich eine Szene, bei der du sagst, die wird mir noch eine ganze Weile gut in Erinnerung bleiben? Oder ist das so vorbeigeplätschert? Nee, vorbeigeplätschert ist es auf keinen Fall. Bei der Kommissarin, die ich spiele, ist es so, dass sie sehr viele Befragungen leitet. Also das heißt, die ist so ein bisschen die Verhörspezialistin da. Und das muss ich sagen, das war schon manchmal hart. Erstmal ist es natürlich, du stellst dir natürlich die Frage, okay, wenn ich jetzt da irgendwie 10 Leute hintereinander weg vernehme, wie mache ich denn das interessant? Das ist ja immer dieses Ding bei den Fernsehkommissaren. Die fragen halt doch immer wieder das Gleiche. Wo waren sie da an dem Tag? Kannten sie das Opfer? Und sowas. Und das, irgendwann wird es halt langweilig. Das heißt, man ist die ganze Zeit damit beschäftigt, sich zu überlegen, okay, wenn ich jetzt immer wieder quasi inhaltlich ähnliche Sachen zu spielen habe und vor allem textlich ähnliche Sachen zu spielen habe, wie mache ich denn das interessant? Und sich dann auch zu überlegen, okay, es gibt ja verschiedene Techniken, Leute zu vernehmen, zu verhören, also diese Verhörtechniken. Da habe ich dann wirklich versucht, mich einzulesen und zu gucken, was kann man denn da für verschiedene Sachen anwenden. Und also das war richtig Arbeit. Da habe ich richtig geackert, um da mir irgendwie was einfallen zu lassen. Und natürlich, wenn da Leute dabei sind, die dann was spielen bei so einer Vernehmung und du denkst, krass, da bin ich jetzt persönlich richtig mitgegangen, musst du natürlich als Kommissarin dann trotzdem dein Pokerface behalten im besten Fall. Und das ist dann schon auch manchmal echt, also für mich, ich bin ja sehr empathisch, war das eine richtige schauspielerische Aufgabe. Was aber gut ist, weil ich glaube, da habe ich mich jetzt auch ein Stück weit weiterentwickelt. Und das sucht man ja eigentlich immer als Schauspielerin. Wer jetzt von den blutigen Anfängern tatsächlich noch nie was gehört hat, warum sollte man denn da jetzt unbedingt bei Staffel 3 mit einsteigen? Was ist das Besondere da? Also das Besondere bei den blutigen Anfängern ist natürlich, dass wir die ganzen jungen Kommissarinnen und Kommissare dabei haben, die ja erst lernen, was bedeutet Polizeiarbeit eigentlich wirklich und die natürlich auch Fehler machen und strugglen mit den Problemen, die es da gibt. Und das ist natürlich einzigartig und total spannend. Und die älteren Kommissare, Kommissarinnen, die damit auch irgendwie klarkommen müssen, inklusive mir. Und das gibt's sonst nicht. Darum schaut euch das an. Die dritte Staffel von Blutige Anfänger und die ersten beiden gibt's in der ZDF-Mediathek. Und ich freue mich so sehr, dass sie mit dabei ist. Eine der neuen Stars, Birte Hanus-Richter. Vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Danke, Nico. Bis bald. Und auch beim dritten Mal hast du noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Und ich bin sehr gespannt, was es diesmal sein wird. Du hast aber noch eine Sekunde Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Es gibt aber noch eine ganze Menge zu tun. Und so simpel das klingt, setzt euch bitte für das Gute ein. Ich weiß, es klingt einfach. Aber manche von euch wissen das, was ich da gerade mache, ist scheiße und auch nicht gut. Ich mach's, weil es ist ja jetzt nicht so schlimm. Doch, versucht euch bitte fürs Gute einzusetzen. Wir sehen uns morgen, wie jeden Abend um 19 Uhr zur Web-Talk-Show. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Birte Hanus-Richter. Bis dann. Ich knüpfe direkt daran an, was der Nico gesagt hat und erinnere euch nochmal daran, wer sich bis jetzt noch nicht hat impfen lassen, tut es bitte für uns alle. Wir kommen da durch und zwar zusammen.